In Sizilien stieg die Temperatur auf 48,8 Grad Celsius. Innerhalb von 3 Wochen wurden mehr als 110.000 Hektar verbrannt. In Frankreich starben 40 Menschen, vermutlich aufgrund der Hitzewelle. Höchste Hitzealarmstufe. Jeden Sommer häufen sich die Katastrophen, die durch ein extrem gefährliches Phänomen verursacht werden. Hitzewellen. Die Hitzewelle im Jahr 2022 hat uns vor Augen geführt, dass keine Region vom Klimawandel verschont bleiben wird. Überall war es über 40 Grad heiß. Gesundheitskrisen, Dürreperioden, Großbrände. Wie kann man sich auf diese extremen Hitzeperioden und ihre verheerenden Folgen vorbereiten? Zwischen 20 und 21 Uhr breitete sich das Feuer mit einer rasanten Geschwindigkeit aus. Um die Hintergründe zu verstehen, müssen wir ins Jahr 2003 zurückgehen. Das Jahr, in dem Europa von der schlimmsten Hitzewelle überhaupt getroffen wurde. Diese Hitzewelle hat uns zutiefst schockiert. Wir waren völlig unvorbereitet, weil wir nicht damit gerechnet haben. So etwas hatten wir noch nie zuvor erlebt. Innerhalb von 4 Tagen gab es knapp 50 Todesfälle aufgrund der Hitze. Man hat das Gefühl, an der Front zu sein und seinem Feind gegenüberzustehen. Wir wurden angegriffen, wie in einem Krieg. Ein Sommer, in dem tausende Hektar Wald zerstört wurden. Wir fühlten uns wie in einer Apokalypse. Die Flammen waren bis zu 40 Meter hoch. Ein Sommer, der Frankreich an seine Grenzen gebracht hat. Dieses Ereignis war ein Wendepunkt. So eine extreme Hitzewelle wie die im Jahr 2003 haben wir seitdem nie wieder erlebt.